Hallo und herzlich willkommen bei 8-Bit Boy, ein 2D Indie-Game. Das hat seine Ähnlichkeit wie Super Mario. Und das Ganze kann man auch mit einem Controller spielen. Ich würde sagen, New Game, ich habe ein bisschen offline weitergespielt. Und zwar, ich mache einen neuen Create a New, yes, I do. Kiddy Mode, Retro Mode. Wir spielen natürlich den Kiddy Mode, ja. Und das Ganze ist auf Englisch, ja. Also ich kann das nicht übersetzen, ja. Das tut mir echt leid, ja. Ich bin der englischen Sprache nicht mächtig, ja. Ich lasse das jetzt einmal so einblenden. Vielleicht könnt ihr das irgendwie... Es tut mir echt leid. Aber ich finde das gut, dass beim 2D-Spiel so eine Art Geschichte gibt, ja. Das ist das, was mich so fasziniert. Ich kann nur sagen, dass er eine 8-Bit-Konsole fand. Das ist die Konsole. Es war neu und glänzend, ja. Shiny, glänzend, das weiß ich. Und als er die Konsole dann einschaltete, fand nämlich der Spaß jetzt so richtig an, ja. Also probiert das mal zu übersetzen, wenn nicht, dann werde ich das machen, ja. Muss ich mit dem Google-Übersetzer dann übersetzen. Er schaltet die Konsole ein und plötzlich... ...war er dann im Spiel. Als 8-Bit-Boy. Wird ziemlich lustig werden. Der Spaß fängt an. Die Musik ist super und ich finde die Figur ist ziemlich süß, also es ist wirklich Wahnsinn, ja. Also mir gefällt das. So, das ist auch die erste Map, da werden wir uns auch gleich hinbewegen. So, Level 1, natürlich spiele ich mit einem Controller. Und die Grafik ist wirklich super, die Graphics wirklich awesome, ja. Ich bin echt gut im Englisch. Und ja, ganz einfach, das ist dasselbe Prinzip wie Mario, ja. Da gibt es oben hier diesen Würfel. Ja, jetzt habe ich ein Schutzschild, das heißt, wenn der Gegner mich jetzt berühren würde, sterbe ich nicht, ja. Und ja, da muss man halt zweimal draufsteigen, die wird zuerst gelb und dann rot. Ah, zuerst rot und dann gelb, zack, zack. Da muss man aufpassen auf diese Brücke, die... werden nämlich kaputt. Man kann auch diesen... Ja, so funktioniert das. Hier sind da Münzen, Coins. Und da oben haben wir noch ein Plus. Da gibt es noch andere Fähigkeiten. Aber jetzt komme ich da nicht oben an. Das wollte ich euch so gerne demonstrieren. Vielleicht schaffe ich das noch. Nee, das geht's nicht aus. Oh ja. Ja. Jetzt ist er rot. Und ich kann jetzt praktisch schießen. So oft ich möchte, ja. Hat auch einen mega Vorteil. Oh. Ja. Die Musik im Hintergrund wirklich klasse. Ich liebe es so sehr. Das erinnert mich so viel an Mario. Naja, so ähnlich. Und ich steige jetzt nicht auf den Gegner drauf. Ich mache das Ganze jetzt schnell. Game Save. Das Spiel speichert automatisch. Sogar Level Bonus. Ich? Level 1, 2 World. Ja, das ist meine Lieblingsmusik. Die ist so schön. So. Natürlich muss man auf die blauen Vögel aufpassen. Ich habe was vergessen. Ja, man muss immer aufpassen. So. Das kann man später dann gebrauchen. So, da muss man jetzt auch aufpassen. So, abschießen. Ja, genau. Also wenn man gut ist, dann komme ich und springe schon. Die Münzen weiß ich nicht. Ich glaube, ab 100 Münzen bekommt man einen Level-Up. Ich weiß nicht, ob dieses... Nein, steht nicht mehr auf. So, wir müssen jetzt nach unten. Und immer vorsichtig, ja. Immer vorsichtig sein. Tut mir da was? Nee, tut mir gar nichts. So. Jetzt wird's ein bisschen schwierig. Wow. So. Bisschen warten noch. Pschuh.
Da muss man aufpassen auf diese... Ja, super. Die prallen nämlich ab und dann fliegen die in allen Richtungen. So. Also ohne das, weiß ich nicht, wäre ich euch aufgeschmissen. Sie, ein Schuss und die sind tot. Das ist jetzt noch leicht, meine Lieben, ja. Aber ob das jemals schwierig wird, weiß ich nicht. So, wir gehen jetzt dran. Bin neugierig, welchen Ort wir als nächstes kommen. So. Überhaupt die Musik, wenn das fertig ist, Wahnsinn. So, aha, wir müssen also... Aha. Aha. Das kenne ich nicht. Oh. Sag mal, dafür eine Fähigkeit. Grün. Doppel. Okay, wie komme ich da jetzt drüber? Muss jetzt mal überlegen. Ach so, ja, genau. So. Zwei Schüsse, tot. Das sind gelbe. Yellow Birds. Was machen die? Stehen die wieder auf? Boah. Stehen die wieder auf? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie ich das mache. Doppelsprung. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. So. Ich will wissen, was da unten ist. Ja, okay. Aha, was ist das? Zeit? Ah, mehr Zeit. Natürlich läuft doch die Zeit ab. Oh, das ist schwierig. So, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Ah, okay. Ach Gott. Ja, das ist wieder so eine... Ich fürchte mich von der Kamera. Ich habe immer Angst, dass sie sich abschaltet. Das ist ja die Kamera, die ihr letztes nicht aufnehmen wollt. Oh, 31 Münzen. Kann ich nicht einmal sagen, wie lange ich schon aufnehme. Oh ja, nicht schlecht. Ich verwende die Software nicht so oft. So. Das erinnert mich irgendwie an diese... Ja, okay, jetzt habe ich gar kein Leben mehr. Deshalb bin ich im Arsch. Da oben haben wir noch ein Blut... Nein! Oh, alles nochmal von vorne. Übrigens, es gibt keine Checkpoint in dem Spiel. Das bedeutet, wenn man stirbt, stirbt man. Das heißt, man fängt doch wirklich von vorne an. Und, na komm schon. Na. Aha, Schutzschild haben wir bekommen. Okay, das ist nicht ausgegangen. So. Dann haben wir diesen gelben Vogel. Ich beeile mich ein bisschen. Hm, das könnten wir uns trotzdem holen. Das ist... Vielleicht ist da was Wichtiges drin, ich weiß nicht. Ja, super. Das machen wir kaputt. Aber das brauchen wir nicht kaputt machen. So, aber wir müssen aber den Schalter Dingens betätigen. So. Hast du die Vögel jetzt auch schon da? Ah. Gut, jetzt muss ich aufpassen. Das ist nichts. Warte noch ein bisschen. Aber grafisch gesehen super. Muss ich wirklich sagen. So. Oh Gott, ich hab's Glück gehabt. Warte mal, bis dieser Käfer vorbei ist. Ja, super Schutzschild kann man immer wieder gut gebrauchen. Da sollte auch Bosse geben in dem Spiel, was ich so mitbekommen habe. Da gehe ich lieber nach oben. Das tue ich mir nicht an. So, 1 von 4. Puh. Game saved, level cleared. Ich weiß zwar nicht, wie viele Maps es hier gibt. 1 von 4. Press... Push any buttons. Level 1 für World 1. Gut, dann mache ich noch diese Map. Ein Leben habe ich noch. Das
aber nicht gut. Oh Gott. Na, Schutzschild. So, da warte ich lieber, bis dieser Käfer vorbei ist. Mein Gott, da ist sie noch fallen auch noch dabei. Wow. Okay, das dürfte aber nicht allzu schwer sein. Gut, der ist ein bisschen schneller. Wow. Stellt euch vor, ich hätte das jetzt nicht gesehen. Ja, kommt das jetzt? Okay. Irgendwas lauert, sicher. Das spüre ich im Urin. Wow, shit. Oh, die Schlange, die Schlange, die Schlange, die Schlange, Schlange, Schlange. So. Super. Auf diesen Blau muss man aufpassen. Die sind recht wild. So. Da renne ich lieber vorbei. Jawohl. Fische fehlen mir noch. So. Okay, drüben ist schon das Ende. Na komm, spring schon. Boah. Geschafft. Ein Leben, ich habe nur mal noch ein Leben. Eins von fünf. So Leute, das mache ich aber in der nächsten Folge. Das war 8-Bit Boy. Ein wirklich geiles Spiel, also ein 2D-Spiel. Wirklich wunderschön gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.